Meine Damen und Herren, Sie kennen mich. Mein Herz schlägt für Tiere. Ich habe selbst 5 energische Weimaraner zu Hause. Ich will natürlich die letzte wählbare deutsche Partei, die Tierschutzpartei. Ich habe mich immer für Tiere eingesetzt. I'm an animal guy. Auch die Redaktion des ZDF Magazin Royal, die ist paritätisch besetzt. Eine Hälfte Menschen, andere Hälfte Tiere. Ich und, wenn es um Tiere geht, rede ich nicht nur, ich pack auch an. Ich liebe Tiere so sehr, ich bin mit meinem Känguru persönlich nach Hannover gefahren, als es Tieren schlecht ging. Ich war für Tiere da, als Tiere mich am allermeisten gebraucht haben. Da war ich. Rund 80 Menschen haben in Hannover bei einer Mahnwache vor dem Ordnungsamt um den Hund Chico getrauert. Der Staffordshire Terrier Mischling hatte vor 2 Wochen seine im Rollstuhl sitzende Besitzerin und deren 27 Jahre alten Sohn totgebissen. Unser Freiheitskämpfer, er ist Chico Varra! Chico Varra, nur weil ein Hund 2 Menschen totbeißt, ist es kein schlechter Mensch. Chico hat mich radikalisiert. Wegen Chico und wegen dir, Julian. Wegen Chico und wegen meinem kleinen Julian hier. Und bin ich zum Tierfreund geworden. Ich habe mich immer für Tiere stark gemacht. Aber was kriege ich von den Tieren zum Dank? Mehr als 3000 Affenpockenfälle in Deutschland. Affenpockeninfektion beim Personal. Kita bleibt geschlossen. WHO erklärt Affenpockenausbruch zur internationalen Notlage. Oh, jetzt kriegt man von Tieren auf einmal Pocken. Affenpocken. Wie ist denn das jetzt schon wieder passiert? Charlie. Danke. Oh, Charlie. Nimm die Zunge aus dem Thermomix, sonst schmeckt die Zitronencreme wieder nach AIDS. Es geht heute im ZDF Magazin Royal um das wichtigste Thema des 21. Jahrhunderts. Wie jede Woche eigentlich. Aber heute geht es um Krankheiten, die zwischen Tieren und Menschen übertragen werden. Und wie sowas passieren kann. Mit Zunge. Wir reden heute im ZDF Magazin Royal über Zoonosen. Eines der wichtigsten Themen des 21. Jahrhunderts, dass wir, und mir geht das da ganz ähnlich wie Ihnen, meine Damen und Herren, diesen Sommer eigentlich ignorieren wollten. Es ist nur leider so schwer. Die Affenpocken sind ausgebrochen. Mein Gott, wir sind doch gerade noch dabei, die schrecklichen Auswirkungen der Corona-Pandemie zu verarbeiten. Komm, wir rasten völlig aus und benehmen uns daneben. Wir schießen Zweifel auf den Mond. Wir saufen uns am Leben. Long-Covid für die Ohren. Ja, ganz und mal genau, Dr. Börne. Lieber Scheiße benehmen und besaufen am Leben, als sich gegen den Virus eine Spritze zu geben. Aber leider steht jetzt das nächste Virus vor der Tür, das der ehemalige Krankenhauspraktikant und Radio Doria Chefredakteur verharmlosen kann, nämlich Affenpocken. Alles wegen dieser verdammten Affen. Affenpocken wurden erstmals 1958 bei Affen nachgewiesen, daher der Name Affenpocken. Fachleute vermuten allerdings, dass der Erreger in West- und Zentralafrika eigentlich in Hörnchen und Nagetieren zirkuliert. Immer diese Hörnchen. Ich hasse auch Hörnchen. Und ganz ehrlich, ich war wirklich eigentlich immer ein Tierliebhaber, oder Julian? Ja, ich war ein Tierliebhaber. Aber Fakt ist leider, Tiere machen nichts als Ärger. Der Verursacher der Covid-19-Pandemie, SARS-CoV-2, wurde höchstwahrscheinlich direkt oder über einen Zwischenwirt von Fledermäusen auf den Menschen übertragen. Ja, hier, diese niedlichen kleinen, wie sagt man, Arschlöcher, die sind schuld daran, dass der Wendler nicht mehr in der Jury sitzt bei DSDS. Fledermäuse haben uns höchstwahrscheinlich Corona eingebrockt. Dabei sind es eigentlich total geile Tiere. Säugetiere, die fliegen können. Die haben wirklich Haare auf der Zunge. Die können kopfüber schlafen und setzen uns Menschen sogar im Bett unter Druck. Fledertiere sind wahre Sexakrobaten. Das liegt wahrscheinlich an diesen verboten heißen Lederflügeln. Fledermäuse sind im Grunde für Mäuse das, was Andrea Berg für uns Menschen ist. Die Fledermaus ist die Andrea Berg der Lüfte. Obwohl, nee, Moment. Andrea Berg ist ja schon die Andrea Berg der Lüfte. Flieg mit mir vor! Gänsehaut. Eine Pandemie der Gefühle. Warum war ich noch mal wütend? Ach so, Tiere sind unser Untergang! Hashtag Je suis Charlie. Ratten und Flöhe übertragen die Pest. Rinder schenken uns Masern und BSE. Mücken bringen uns Malaria und Zika. Zecken bringen Borreliose. Tiger machen Diabetes und Zähne schwarz. Tiere machen krank. Zoonosen sind überall.
Die Weltgesundheitsorganisation, WHO, geht davon aus, dass schon im letzten Jahrzehnt rund 75% der ausgebrochenen Infektionskrankheiten Zoonosen waren. Tollwut, Ebola, Tuberkulose, Corona, Affenpocken, HIV, alles Zoonosen. Und von den ganzen Alpha-, Delta-, Omikron-Varianten haben wir noch gar nicht angefangen. Denn Zoonoseviren sind super schwer auszurotten, weil sie mehr Mutationen durchmachen als die Sugar Babes. Die Sugar Babes. 1998 gründen Kesha, Mutya und Shaban die Sugar Babes. 2001 steigt Shaban aus, dafür steigt Heidi ein, also Mutya, Kesha und Heidi. 2004 wird Mutya schwanger, verlässt die Band, aber erst 2005 ersetzt wird Mutya durch Amel. Die Sugar Babes sind also jetzt Heidi, Kesha und Amel. 2009 dann Streit, Kesha steigt aus, Jade steigt ein, also jetzt Amel, Heidi, Jade. 2010 klagt Mutya gegen die Nutzung des Namens Sugar Babes und gewinnt. Die falschen Sugar Babes, Amel, Heidi, Jade, trennen sich also 2011 und boom, Überraschung, wer ist seit 2019 als Sugar Babes zurück? Kesha, Mutya und Shaban. Mit den Sugar Babes ist das also im Grunde genommen wie mit Mutationen von Zoonoseviren. Corona gibt es jetzt seit fast 3 Jahren und immer noch mutiert das Covid-Virus munter in der Gegend rum. Und wann hört Corona auf? Gesundheit in Reihe 1? Wahrscheinlich nie. Und selbst wenn, mit Pandemien geht es gerade erst so richtig los. Anstieg von Zoonosen. Forscher warnen vor mehr Tierkrankheiten beim Menschen. Und ganz ehrlich, ich meine, wenn schon in Schönhörnchen gefährliche Viren schlummern, was steckt dann erst in dem hier? Der Waldrapp, meine Damen und Herren. Er ist wieder da, er ist wieder da. Seit 2020 wieder in freier Wildbahn, auch in Ihrer Nähe. Und demnächst vielleicht auch endlich wieder bei RTL mit der neuen Staffel Team Waldrapp. Schräge Vögel undercover verseuchen die Welt. Weil Tiere sind gemeingefährlich. Tiere sind gemeingefährlich. Tiere und ihre verkackten Krankheiten. Seuchen und Pandemien. Die meisten Zoonosen sind menschengemacht. Wie bitte? Hä? Wir? Die Menschen sind schuld an tödlichen Zoonosen? Wieso das denn? Entlegene Regionen wie Urwälder werden in den letzten Jahrzehnten immer mehr zerstört. Natürliche Ressourcen werden dort gesucht und gefördert. Aber so fördern wir Erreger zutage, die da eigentlich vor sich hinschlummern könnten. Weil wir den Regenwald abholzen, um dort Metalle abzubauen oder hektarweise Soja anzubauen, dass die Rinder fressen, damit wir sie fressen können. Darum zerstören wir Menschen den Lebensraum von Tieren, die da eigentlich leben sollten. Und dann kommen Tiere mit Kreaturen zusammen, mit denen sie besser nicht zusammenkommen sollten. Wir Menschen sind selber schuld daran, dass immer neue Zoonosen entstehen. Deutsche Handels- und Steakhouse-Ketten importierten in den vergangenen 5 Jahren mehr als 40.000 Tonnen Rindfleisch. Allein von 3 brasilianischen Konzernen, die nachweislich an der Abholzung von Naturschutzgebieten wie dem Amazonas beteiligt waren. Ich meine, wer weiß, welche Zoonose dieser leckere Snack bereits ausgelöst hat. Wir müssen endlich aufhören, Fleisch zu essen. Na ja, gut, Fleisch, also... Zoonosen entstehen nämlich nicht nur weit weg im Regenwald, sondern auch im Gulasch-Gulag nebenan. Liebe Grüße nach Reda Wiedenbrück. Ich mach mein Ding. Egal, was die anderen labern. Genau. Clemens Hörnius macht sein Ding. Egal, was die anderen labern. Die nächste Pandemie geht hoffentlich auf deinen Schweinenacken, Clemens. Wenn Tiere Körper an Körper in riesigen Mastanlagen zusammengepfercht werden, ist das nicht nur aus ethischen Gründen bedenklich. Die Massentierhaltung bietet Viren und anderen Erregern gute Bedingungen, um in kurzer Zeit den kompletten Stall zu infizieren. Ein infizierter Stall? Da kann nur noch Dr. Karl-Heinz Schmack helfen. Dr. Karl-Heinz Schmack. Der Tierarzt berät Milchbauern im ganzen Bundesgebiet. Nimmt Urinproben. Für ihn ist der Gesundheitszustand dieser Tiere mittlerweile typisch. Und Softies. Ganz gut. Ganz kurz, 2 Fragen an Herrn Dr. Schmack. Erstens, sind Sie auch bei OnlyFans? Und zweitens, welche Zoonose ist eigentlich hier gerade entstanden? Wir Menschen stapeln nicht nur weltweit Milliarden von Rindern und Schweinen und Hühnern in Mastanlagen, die dann dort in ihrer eigenen Scheiße vor sich hin vegetieren. Boring! Wir sperren leider auch richtig spannende Tiere ein. Der Huanan Seafood Market ist ein Wet Market. Hier werden lebende und frisch geschlachtete Tiere angeboten. Haustiere, aber auch Wildtiere. Es ist nicht das erste Mal, dass ein neues Virus mit einem Wet Market in Verbindung gebracht wird. Auch die SARS-Epidemie 2003 fing so an. Ja, wilde Tiere sind halt einfach ein Thrill.
Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, Tiger zu halten? Weil ich früher Löwen hatte. Touché, Peter Schweikart, der Tiger King von Ingelheim. Wildtierhandel gibt's eben nicht nur auf Wet Markets ganz weit weg in Wuhan, sondern auch hier bei uns, in der Brutzler Republik Deutschland, in der Heimat von Chico Vara. Laut einer Recherche der Tierschutzorganisation Pro Wildlife gehören zu den meistverkauften Raubtierarten in Deutschland Stinktiere und Erdmännchen, gefolgt von Nasenbär, Waschbär und Wüstenfuchs. An Privatleute verkauft werden aber auch Quastenstachler, Flughunde, Servale oder Gürteltiere. Als ich das gehört habe, ist mir vor Schreck fast die Antilopensalami in den Komodo-Warzwinger gefallen. Deutschland gehört zu den bedeutendsten Wildtierimporteuren weltweit. Jeder kann sich bei uns einfach so online ein Wildtier bestellen, im Internet, shoppen. Hier, ein chinesisches Baumstreifenhörnchen zum Beispiel, für nur 30 Euro, aus Extertal. Könnte ich nächste Woche abholen, kein Problem, wirklich wahr. Hier, ich lese mal vor. Verträglich mit anderen Tieren, sind Alltagsgeräusche wie Hundegebell, Rasenmäher und so weiter gewöhnt. Für nur 30 Euro. Und das Allerbeste, in jedem siebten Happy Hörnchen gibt es das Borna-Virus als Überraschung gratis mit dazu. Das wurde 2015 nämlich in diesen kleinen Viechern gefunden. Ey, aber keine Sorge, wem 30 Euro für eine exotische Zoonose zu viel sind, einfach ein bisschen warten, dann gibt es Zoonosen bei uns sogar umsonst, kostenlos. Der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, erwartet eine Ausbreitung bisheriger Tropenkrankheiten in Deutschland infolge des Klimawandels. Der Klimawandel führe in Deutschland zu einer Ausdehnung der Lebensräume von Mücken und Zecken. Zika, Dengue, Malaria, dank menschengemachter Klimazerstörung bald auch bei uns in Deutschland, in unserer Nähe. Das ist irgendwie belastend. Ich brauche mal was Entspannendes zum Runterkommen, irgendwie vielleicht ASMR oder so. Das entspannt. Übrigens, nicht wegschmeißen, bei Skorpionkrustenechsen sind in der Schale die meisten Vitamine. Wir Menschen leben seit Jahrhunderten mit Zoonosen, aber ey, keine Sorge. Seit Jahrhunderten haben wir im Grunde genommen alles im Griff, weil wir nämlich im Gegensatz zu den doofen Tieren leistungsfähige Menschengehirne haben, die sich Hightech-Medizin ausdenken. Rote Rüben gegen die spanische Grippe. Im Mittelalter kannten die Menschen kein Mittel gegen die Pest. Häufig wurden die Erkrankten zur Ader gelassen. Gegen Darmparasiten hatte man Patienten Tabakqualm im 18. Jahrhundert sogar per Blasebalg rektal in den Hintern gepustet. Und Qualm im Arsch ist nicht mal die schlechteste Idee, die die Menschheit bisher hatte im Kampf gegen Zoonosen. Das hier ist unsere Arznei gegen Corona. Weihwasser aus unserer Kathedrale. Knoblauch gegen das Virus. LKW-weise wurde der heute in China in die betroffene Region geschickt. Desinfektionsmittel töten das Virus in einer Minute. Und könnten wir das nicht irgendwie spritzen? Genau, das ist unser Wunderkraut Cistus incanus elpandalis aus Griechenland. Ja, genau. Wir kaufen einfach das Wunderkraut Abracadabra skibidibidim yom dedadub, I'm the Scatman aus Griechenland. Oder spritzen uns Desinfektionsmittel einfach direkt rein, statt einfach dafür zu sorgen, dass Zoonosen gar nicht erst entstehen. Aber ach, es ist tierisch anstrengend. Es ist wirklich kompliziert und anstrengend, sich wissenschaftlich mit Krankheiten auseinanderzusetzen. Und darum haben wir Menschen uns was Neues, super Praktisches überlegt. Einfach immer den anderen die Schuld geben. Die Syphilis etwa hieß in Deutschland einst Franzosenkrankheit, in Frankreich und in Russland polnische Krankheit und in Polen deutsche Krankheit. Die Japaner nannten sie chinesisches Himmelstrafengeschwür. Hä? Moment mal, ich dachte, es ist wissenschaftlich erwiesen, dass Syphilis hier aus diesem Fahrstuhl kommt. Ja, ich nehme den nächsten. Danke, ich fahr schon mal ruhig. Wenn neue Krankheiten kommen, suchen Menschen erstmal einen Sündenbock. Seit Jahrhunderten. So sind wir eben. When we look at the history of pandemics, certain populations have often been blamed for the spread of infectious disease, even perhaps before an understanding of the infectious agent of the disease itself has been discovered. And what we see far too often is that racist and xenophobic prejudices emerge and reemerge along much older traditions and hit marginalized groups in particular ways. Minderheiten, die Schuld an Krankheiten geben, das war schon im Mittelalter der größte Volkssport der Menschen. Direkt nach auf Pferden mit spitzen Lanzen aufeinander zureiten und gucken, ob einer stirbt. Das Mittelalter, einfach, es war einfach so Mittel. Zur Zeit der Pest übrigens, eine Zoonose übertragen durch Flöhe und Ratten, war für uns Menschen ganz klar.
wer dafür verantwortlich ist. 1349 war die Pest vom Mittelmeer her nach Westeuropa gelangt. Und schuld daran waren in den Augen vieler die Juden. Dem Schwarzen Tod eilte eine beispiellose Welle an Pogromen voraus. Juden die Schuld geben, eine Idee, die es zum Glück nur im Mittelalter gab. Aber es muss nicht immer klassischer Antisemitismus sein, wenn die Menschheit von Zoonosen heimgesucht wird. 1983 haben wir uns Menschen was Neues ausgedacht. Hier, schauen Sie mal. Hier der Spiegeltitel vom 6. Juni 1983. Tödliche Seuche AIDS, die rätselhafte Krankheit. Obwohl, so rätselhaft sieht das gar nicht aus. Zwei nackte Männer. Wer ist also laut Spiegel schuld an der neuen rätselhaften Krankheit? Die homosexuellen Seuche, AIDS, eine tödliche Abwehrschwäche, hat Europa erreicht. Deutschlands größtes Nachrichtenmagazin, der Spiegel, hat AIDS als homosexuellen Seuche verkauft. Ich lese noch mal einen Absatz vor aus einem Spiegel von 1984 mit dem Titel Mörderisches Indien. Mir kam Indien auch immer schon suspekt vor. Es war eine andere Zeit. Hier. Zwar wird die Seuche, prophezeien die Experten, sich ihre Opfer vor allem unter jenen wählen, die der Mehrheit durch abweichendes Verhalten ein ständiges Ärgernis sind. Doch die weit verbreitete Hoffnung, AIDS werde nur die Schwulen, die Fixer und die Kriminellen ausrotten, ist eine fromme Illusion. Die weit verbreitete Hoffnung, AIDS werde nur die Schwulen, Fixer und Kriminellen ausrotten, ist eine fromme Illusion. Das war der Spiegel im November 1984. So war das damals. Wer Deutschland damals vor HIV schützen wollte, der musste Deutschland vor den Schwulen beschützen. Zu der Zeit war Hans Zehetmeier, CSU, bayerischer Kultusminister. Und das hier war sein Take zum Thema. Wir müssen endlich wieder den Schutz der vielen in der Bevölkerung als zentrales Ziel im Auge sehen und nicht uns nur darum bewegen, wer am Rand noch besser verstanden werden kann. Dieser Rand muss dünner gemacht werden, er muss ausgedünnt werden. Ja, den schwulen Rand dünner machen. Homosexuelle müssen ausgedünnt werden, schon klar. Das war 1987. Was macht eigentlich der Menschenausdünner Hans Zehetmeier, CSU, eigentlich heute? Er ist, meine Damen und Herren, zur Strafe jetzt Ehrenvorsitzender vom katholischen Männerverein Tuntenhausen. Wirklich wahr. Bitte machen Sie an dieser Stelle Ihren eigenen Hans Zehetmeier Tuntenhausen-Witz. Ich warte so lange. Der war gut. Unter anderem, dank Typen wie Hans Zehetmeier oder Leitmedien wie dem Spiegel, waren Schwule die Sündenböcke der AIDS-Pandemie. Ein Vorurteil, das sich bis heute hält. Dabei gibt es mittlerweile in einigen Ländern mehr HIV-Neuinfektionen bei Heten. Und 2020, neues Jahr, neue Pandemie, neuer Sündenbock. An der Corona-Pandemie, wer war da schuld? Mitten im Herzen des liberalen Berlins schlägt ihr offener Hass entgegen. Ein Mann ruft ihr zu, man solle sie mit Desinfektionsmittel einsprühen. Ich habe das Gefühl, seitdem gehe ich geduckter oder so ein bisschen kleiner durch die Straße und habe Angst vor Anfeindungen. Ich muss auch echt zugeben, dass wenn mehrere Leute vor einer Bar irgendwie stehen, dass ich manchmal die Straßenseite wechsle. Und jetzt, 2022, in der Gegenwart, sind wir mit den Affenpocken auf dem besten Weg, es wieder zu verkacken. In this current epidemic of monkeypox, we're seeing once again this conflation between particular racist ideologies and then also deeply homophobic ideologies come to the surface. Jeder Mensch kann Affenpocken kriegen, auch du, Hans Zehetmeier, CSU, und dein gesamter katholischer Männerverein Tuntenhausen. Affenpocken sind unser aller Problem. Wir haben wirklich so viel ausprobiert gegen Zoonosen. Diskriminierung, Rassismus, Sündenböcke suchen. Ja, wir haben auch mal die ein oder andere Hexe verbrannt oder uns gegenseitig dabei irgendwie in die Puperzen gewaped. Aber nicht mal das hat geholfen. Zoonosen gibt es immer noch. Allein in den letzten Wochen. Das West-Nil-Virus in Italien, das Marburg-Virus in Ghana, das Hennepa-Virus in China oder das Borna-Virus in Bayern. Wir brauchen doch eigentlich keine Sündenböcke. Wir bräuchten doch eigentlich Aufklärung. Eigentlich bräuchten wir Aufklärung darüber, wie Zoonosen entstehen und wie man sie verhindern kann. Ich habe irgendwie das Gefühl, man müsste da pädagogisch irgendwie noch mal ganz von vorne ansetzen. Also ganz früh eigentlich im Grunde genommen. Das muss richtig einsinken in die Gesellschaft. Kinder müssen das schon lernen. Und darum jetzt hier, für euch, ihr kleinen Quastenstachler, Jan Zukowski und seine Freunde mit Lass das Gürteltier in Ruhe. Lass den Bonobo im Wald, küsse keine Fledermäuse, weil sonst sterben alle bald. Lecke bitte nicht an Füchsen, nasche nicht vom Nasenbär, halte dich zu viel.
viele Kühe. Hey, das ist doch gar nicht schwer. Muscheln, die im Wasser wohnen, ringen Mama wie Prionen. Zecken in der Unterhose machen Papa Borreliose. Schweineschnitzel auf dem Teller schlängelt sich die Trichinella. Von Wildschwein, Hase oder Reh kriegst du Hepatitis. Lass das vierte Tier in Ruhe, lass den Bonobo im Wald. Küsse keine Fledermäuse, weil sonst sterben alle bald. Lecke bitte nicht an Füchsen, nasche nicht vom Nasenbär. Halte nicht zu viele Schweine, ey, das ist doch gar nicht schwer. Maus und Biber, dann springt die ganze Scheiße über. Mit Landwirtschaft und Sodomie in die nächste Pandemie. Pandemie. Lass das Gürteltier in Ruhe, lass den Bonobo im Wald. Küsse keine Fledermäuse, weil sonst sterben alle bald. Lecke bitte nicht an Füchsen, nasche nicht vom Nasenbär. Halte nicht zu viele Schweine, hey, das ist doch gar nicht schwer. Kommen zu Menschen von den Tieren. FSME und NG. Das ist das Zoonosen ABC. Hunter, Lassa oder Lissa. Na, euch hat wohl ein Nagetier gebissen. Richter, Westnil oder Sieger. Gibt's von einem Moskito Pika. Warum habe ich denn so komische Pusteln auf meinem Arm? Ich habe außerdem voll Kopfschmerzen. Ich habe Husten. Guck mal, ich jetzt mal bitte mit. Lass das Gürteltier in Ruhe. Lass den Bonobo im Wald. Küsse keine Fledermäuse, weil sonst sterben alle bald. Lecke bitte nicht an Füchsen, nasche nicht vom Nasenbär. Halte nicht zu viele Kühe, hey, das ist doch.